Okay, komm, easy. Ganz langsam. Ganz langsam. Ja. Dass uns keiner sieht. Okay. Komm, schnell. Was? Oh Gott. Ja, schnell. Uns hat keiner gesehen. Bestimmt nicht. Okay. Okay, komm. Vorsichtig, okay. Okay, hier ist niemand. Komm, schnell. Scheiße. Schnell. Okay. Schnell. Lauf. Okay, okay. Lauf raus. Gut. Schnell. Gut. Oh mein Gott, schnell. Wir müssen hier raus. Oh mein Gott. Okay, es hat uns, glaube ich, keiner gesehen. Ja, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Okay. Oh mein Gott. So, okay. Hast du die Kreditkarte, die wir gefunden haben, noch? Wir brauchen jetzt noch einen Flug nach Barry. Okay, cool. Ja, stimmt. Jetzt kommen wir nie nach Hause. Okay. Ja, ob die raus. Wo ist der Flughafen? Ob die jetzt rausfinden werden, dass wir nicht bezahlt haben? Egal. Aber diese Kreditkarte, die funktioniert ja vielleicht noch, oder? Dann, also, ja, ich hoffe doch. Jetzt kommen wir nicht nach Hause. Komm, das schaffen wir. Ich glaube, hier hinten ist doch gleich der Flughafen, oder nicht? Ja, ja, da hinten rechts ist er. Eine Minute, 37 Sekunden später. Komm, Easy, wir sind da. Alright, dann wollen wir mal schauen, ob wir hier ein Ticket kriegen. Oh, ich hoff's. Wo müssen wir jetzt hin? Ich flieg so selten, Sandy, wo müssen wir hin? Keine Ahnung, hier ist bestimmt irgendein Terminal, wo wir ein Ticket ziehen können, oder? Flughafen. Ja, ich glaube schon. Da kann man vielleicht hier vorne. Oh, hier, guck mal, hier, guck mal. Ah, das. Perfekt, okay. Ja, wunderbar. Okay, dann holen wir uns jetzt ein Ticket und dann fliegen wir wieder zurück nach Barry. Ja, ich mach das kurz. Sehr cool. Ein paar Sekunden später. Okay, Zeit zum Einchecken. Warte, du musst es hier aufs Gepäckband machen, Sandy. Du kannst was nicht denn? Das Ding ach hier, so, zack, ja. Machst du auf Gepäckband. Warte, aber ja, okay. Und dann holst du es hier vorne einfach wieder ab. Okay, ja, wusste ich nicht. Ich bin hier noch nie geflogen von Livetopia. Dann müssen wir, glaube ich, jetzt hier lang. Bitte tritt mit einer Bordkarte ein. Easy, du musst mir noch die Bordkarte geben. Ja, kein Problem, ich gebe sie dir. So, okay, jetzt können wir durch, komm. 6,5 Stunden später. Easy? Ja? Glaubst du, wir haben uns verlaufen? Ja, ich will das Haus nicht mehr. Sind wir in der falschen Straße? Hä? Ja, aber hier sind ja nirgendwo Häuser, hä? Ja, wo sind die Häuser hin, hä? Wir sind doch... Hä? Da hinten sind Häuser, aber das sind nicht unsere, oder? Nee, aber... Warte. Warte mal, Easy. Guck mal, dieses Haus, war das nicht unsere Nachbarin? Guck mal. Meinst du? Ja, guck mal, die da. So mit ihrem rosa Haus, oder nicht? Weißt du, mit den Cupcakes, die wir nicht mehr gebacken haben. Da ist lass mal ein bisschen schneller, du lahme Ente. Ja, ich... Ein paar Sekunden später. So, ich bin auch schneller gelaufen, ein bisschen. Ach, ich kann aber nicht mehr easy. Das ist Wann super anstrengend. Ist das nicht unsere Straße hier doch, oder? Ja. Aber vielleicht, aber das kann ja nicht sein, weil wenn es unsere Straße wäre, wäre ja hier unser Haus. Ich da weiß. Steht for sale. Hä, was haben die mit unserem Haus gemacht, Nelly? Hä? Hä? Doch, guck mal, das sind auch unsere Nachbarn hier. Sandy? Die haben easy? Unser Haus gefressen. Die haben unser Haus gefressen? Ja. Oh Gott. Aber was war aber easy? Was machen wir denn jetzt? Wir wollten doch unbedingt wieder nach Hause. Ich habe mich so gefreut, dass wir jetzt hier wieder Cupcakes backen und uns entspannen. Ich habe eine Idee. Was denn für eine? Wir stellen uns ein Zelt auf und campen hier. Aber es steht dabei. Nein, komm, lass uns mal zu den Nachbarn gehen. Lass doch einfach mal fragen. Vielleicht weiß sie ja irgendwas. Okay. Ich klingel. Ja, klingel. Ja. Oh, da ist sie ja. Da steht sie ja schon. Da steht sie schon. Moment. Oh, ihr beiden seid. Bringt ihr meine Cupcakes? Easy. Hä? Easy, ja. Also, es ist folgendermaßen, also, wir waren im Urlaub und da haben wir keine Cupcakes gebacken. Und jetzt wollten wir fragen, wo unser Haus ist. Oh, euer Haus? Das ist abgebrannt. Was? Was? War abgebrannt? Wie Easy? Abgebrannt? Es ist abgebrannt? Oh Gott, ich muss mich setzen. Oh, Easy. Unser Haus ist abgebrannt? Oh mein Gott, aber wieso? Nein. Wie konnte das passieren? Mädels, das kann ich euch auch nicht sagen. Aber ich erwarte spätestens nächste Woche wieder eure Cupcakes-Lieferung. Denn wir haben einen Vertrag und ansonsten kann ich euch kein Geld mehr überweisen. Am besten geht ihr mal zur Polizei und fragt danach, denn da war Feuerwehr und alles Mögliche. Also, nächste Woche Cupcakes, gell? Mädels, bis dann. Tschüss. Tschüss, Nachbarin. Easy, was machen wir denn jetzt? Unser Haus ist abgebrannt. Wir sollten vielleicht wirklich mal zur Polizei gehen und fragen, was da los war. Vielleicht hat es jemand angezündet. Mein Gott, Easy. Oh Gott, ich kriege einen Nervenzusammenbruch. Oh, was sollen wir jetzt nur tun? Oh Gott, ich gebe auf. Das kann Mädels? Nicht wahr sein. Mädels? Hä? Ja? Ja? Was ist los? Was gibt's denn?
Mädels, habt ihr ein Auto? Ansonsten könnt ihr mein Auto leihen. Was? Wieso denn? Wieso denn Auto leihen? Für was denn genau? Na, um auf die Polizeistation zu fahren. Wollt ihr mein Auto? Das wäre ja mega toll. Easy, das ist doch mega. Das ist richtig nett von Ihnen. Dankeschön. Kein Problem, voll Mädels. Cool. Hier ist mein Auto. Kommt am besten gleich her. Okay. Habt ihr denn einen Führerschein? Ja, klar habe ich einen Führerschein. Boah, das ist so nett von Ihnen. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Moment, ich mache ganz kurz hier auf. So, hier ist mein Auto. Hier, bitteschön. Easy, hier sind die Schlüssel. Ja, perfekt. Aber bringt sie wohlbehalten wieder, ja? Bis später. Okay, versprochen. Gar kein Problem. Wow, Easy, guck mal, wie cool. Oh mein Gott, Alter, was eine geile Karre. Okay, damit müssen wir aber vorsichtig sein. Okay, möchtest du fahren? Weil das ist ein teures Auto. Oh mein Gott. Ja, pack erstmal bitte dein Gepäck in den Kofferraum rein. Aber vorsichtig. Ja, ich mach ja nichts. So, ich war ganz vorsichtig, Easy. Hör auf, das Auto anzulaufen. Ich mach gar nichts. Okay, und setz dich bitte auf den Beifahrer. Sitz aber ohne die Tür zu zerkratzen. Ja, ich mach ja ganz langsam. Guck mal, ich mach ganz langsam. Okay, Easy, kommst du bitte? Ich sitze schon. Vorsichtig. Okay. Wir machen kurz einen Hubtest, dass die auch funktioniert. Okay. Okay, und das ist der Hubnachtest. Easy. Okay, hat funktioniert. Okay. Wir müssen auch vorsichtig sein, okay? Dann würde ich sagen, wir fahren langsam los. Okay, vorsichtig. Hier keine Fußgänger. Easy. Autostraße auch alles frei. Ja, was ist denn? Jetzt geht's los. Okay. Jetzt fahren wir am besten sehr langsam. Easy, was machst du denn da? Was denkst du denn, soll ich fahren wie eine Bekloppte oder was? Ja, normalerweise fährst du wie eine Wahnsinnige und jetzt fahren wir Schrittgeschwindigkeit? Aber doch nicht mit dem Auto, Sandy. Hast du mal geguckt, wie teuer dieses Auto ist? Das kostet mindestens eine 500.000. Oh mein Gott. Easy. Oh, vorsichtig. Ich wäre beinahe an den Baum gefahren. Okay, wir müssen es nur bis zur Polizei schaffen, okay? Oh, das kriegen wir hin. Nicht. Oh Gott, das will. Wir das Autoschrott fahren. Oh Gott, okay, Easy. Fahr wirklich vorsichtig, Easy. Eine Stunde später. Easy, wir haben schon ewig gebraucht. Du musst ein bisschen schneller fahren. Ich hab Hunger und du hast. Achtung. Hier könnten Kinder drüber laufen. Nicht, dass wir das Auto noch schrotten. Okay, hier kommt kein Auto von rechts. Ich kann jetzt zu Fuß laufen. Am besten bleibst du stehen. Da hinten ist die Polizei. Ja, willst du kurz aussteigen und dann kannst du mir helfen beim Einparken? Okay, aber ich muss denn ja hier vorsichtig rum. Also ganz vorsichtig, Easy. Jetzt schon umschlagen. Langsam. Oh Gott, du hättest fast... Ja, ist ja gut. Okay, nichts passiert. Okay. Jetzt müssen wir hier irgendwie einpacken. Am besten bleibst du jetzt stehen. Aber das Auto ist einfach zu groß. Ja, bleib am besten so stehen. Oh Gott, aufpassen. Abstand. Okay. Oh, du hast mich bei der zusammengefahren. Gar kein Problem. Oh nein. Hat sie jetzt eine Schramme? Easy. Jetzt sind wir hier 2 Stunden hergefahren, dass du hier... Aber das habe ich nicht gesehen. Ach Mann, ich habe doch geschrien. Oh nein, wir kriegen so Ärger. Wie sollen wir denn das bezahlen? Wir haben kein Geld. Oh no. Am besten lässt du das Auto jetzt erstmal so stehen. Oh, Easy. Oh mein Gott. Das nächste Mal fahr doch ich. Komm, Easy. Ja. Oh, guck mal, da ist auch jemand. Okay. Hallo, entschuldigen Sie bitte. Hallo bei der Polizeistation in Barry Avenue. Was kann ich für euch tun? Psst. Easy. Du musst was sagen. Wieso denn ich? Ja, weil das der Haus deiner Eltern ist. Hallo, wir haben unser Haus abgebrannt. Und wen sollen wir jetzt rufen? Wir haben gar kein Haus abgebrannt. Wir sind gekommen und das Haus war abgebrannt. Ach so, das meine ich doch. Sorry. Ihr habt also ein Haus abgebrannt? Ihr seid Brandstifter? Nein, wir sind keine Brandstifter. Ach so, dann habe ich da was falsch verstanden. Wo wohnt... Wartet kurz. Ich glaube, ich weiß, wo ihr wohnt. Ich glaube, ich habe da gerade vorhin was gelesen. Einen kleinen Moment, bitte. Oh je, Easy. Ich dachte, wir sind Brandstifter. Oh Mann, da habe ich uns ganz schön ins Schlamassel geritten. Aber du hast ja gar nichts gemacht, Easy. Nur ein bisschen dumm geredet. Ja, okay. Nächstes Mal redest du mit ihm. Du kannst das besser. Ja, aber das ist ja nicht mein Haus, weißt du? Ah. 1:37 später. So, Mädels, hier habe ich euren Fall. Es ist tatsächlich so, dass euer Haus leider abgebrannt ist. Ach, Mann! Oh. Und wo sollen
wir jetzt hin? Also zahlt die Versicherung? Dann können wir uns ja ein Hotelzimmer nehmen, oder? Nein, die Versicherung zahlt nicht, denn das war die Elektrik. Die war irgendwie kaputt, weil das Haus war tatsächlich schon älter. Da zahlt niemand. Also ich würde euch empfehlen, eine neue Wohnung oder ein neues Haus zu organisieren. Viel Spaß dann noch. Oh, was ist da gerade passiert? Wie soll das jetzt sein? Sandy, oh Gott. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Ich hab keine Ahnung, das können wir uns nicht leisten. Wir haben kein Geld? Wir haben ein kaputtes Auto, das uns nicht gehört? Sind wir obdachlos? Easy, wir haben nichts. Wir sind mal wieder obdachlos, Sandy. Oh nein, Easy. Oh. Wenigstens haben wir noch unsere Sachen. Ich hab meine im Auto gelassen. Wollen wir sie schnell holen? Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Und ganz ehrlich, am besten rufen wir die Nachbarin an und sagen ihr, sie kann ihr Auto hier kaputt abholen, weil, also das kann ich jetzt nicht auch noch hinbekommen. Wir glaubst du, sie lässt uns bei sich wohnen? Nachdem du ihr Auto kaputt gefahren hast? Hey, du hast mir beim Einpacken einfach nicht geholfen. Ich habe gesagt, du sollst stehen bleiben oder bist du weitergefahren, bis es da rangefahren bist? Du hast gesagt, ich soll weiterfahren. Ich habe gesagt, du sollst stehen bleiben und guck dir jetzt das an. Oh, red doch deutlicher. Ach, das ist eine Katastrophe. Okay, warte, ich hol meinen Trolley. Ein paar Sekunden später. So, komm, dann müssen wir irgendwo uns hinlegen. Okay, und dann machen wir was, Sandy? Warte mal, guck mal. Was denn? Da steht ein nagelneues Auto, das können wir klauen. Das ist ja, ein Polizeiauto. Das ist eine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Nein, das ist keine gute Idee, komm, Easy. Wir klauen das und dann fahren wir irgendwo. Doch, doch, komm, steig ein, Sandy. Ich mach das schon. Ach, wenn du meinst. Ich bin schnell, okay? Wir fahren einfach ganz schnell weg. Oh Gott, das wäre das nicht. Das war's, oh Gott, das wäre Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nicht ganz gar kein Problem. Hilfe, Hilfe, um Gottes Willen. Dann war's es aber mit diesem Barry Avenue Video von heute. Yeah. Schaut unbedingt bei der Easy vorbei. Die ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst ein Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.